So, liebe Freunde, und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Livestream von mir, dem guten Flui. Herzlich willkommen zum Stream von Sword Art Online Alicization League Chorus. Wir starten schon mal das Spiel. Wie ihr schon im Titel lesen könnt, spielen wir heute den vierten DLC. Doch, wie immer, muss der Flui erstmal gucken, ob der Stream auch überhaupt online ist. Ne? Kennt ihr mich ja, dass ich mich da immer so ein bisschen Sorgen mache. Nicht, dass der Stream dann plötzlich nicht mehr läuft oder so. Oder dass man mich zum Beispiel nicht hören kann. Das ist natürlich das eigentlich, was am schlimmsten sein kann. Und ja, also wir spielen heute im Grunde genommen den vierten DLC. Weitere DLCs wurden ja schon angekündigt, unter anderem für dieses Jahr noch. Also dieses Jahr kriegen wir noch einen weiteren DLC. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich noch einiges vorhabe in League Chorus. Von daher, da werden wir auf jeden Fall noch genug Zeit haben, in Sachen Dinge zu tun. Herzlich willkommen auch mit einer Flo. Schön, dass du im Stream dabei bist. Ich hoffe, dass man mich hört. Dinge zu tun. Herzlich willkommen. Alles klar, man hört mich schon mal. Background Sound können wir noch mal ein bisschen weiter oben drehen. Ja, passt. Ich merke auch gerade, dass meine Standposition nicht so unbedingt perfekt ist. Aber okay, sollte jetzt erstmal soweit passen. Ja, bevor es losgeht, möchte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, ist die gute Alice jetzt mittlerweile auf 82, diese auf 77, Asna auf 78. Das ist im Grunde meine Main Party. Und Kirito ist jetzt mittlerweile auf Level 80. Ja, das heißt, ich habe im Grunde genommen schon mal das perfekte Level für die Sachen. Wie ihr auch gleich sehen könnt, habe ich im Grunde genommen auch schon einen Großteil des Spiels durchgespielt. Ihr seht, 92% habe ich jetzt schon beim Spiel. Unser Ziel sind ja die 100% und eigentlich fehlt da auch gar nicht mehr so viel. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein legendäres Ausrüstungsstück zu bekommen. 1 Million Chia, das ist noch das Einzige, was ein bisschen schwierig werden wird. Die 10 mystischen Gegner, das ist ja das, was wir auf jeden Fall noch erreichen wollen. Da werden wir noch einen extra Livestream dazu machen, zu den 10 mystischen Bestien. Ich muss mal gucken, wann wir den machen werden. Aber kommen wird er auf jeden Fall, der Livestream zu den 10 mystischen Bestien. Also werden wir dann wirklich einen Livestream machen, wo wir dann alle 10 mystischen Bestien machen, aber das Ding ist, die sind halt relativ viel. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben, wo die überall sich befinden. Hab mittlerweile auch alle schon 10 getriggert, aber wie gesagt, das machen wir alles in einem eigenen Livestream. Ich plane das sogar schon denn zum nächsten Stream, weil ich habe ja mittlerweile jetzt ein passendes Level für die Gegner. Von daher, ihr seht auch hier zum Beispiel diese, Cardinal ist 77 und die anderen sind ja auch auf einem ziemlich positiven Level. Und ja, wir wollen im Grunde genommen heute den Silica DLC spielen. Es ist der aktuell letzte DLC, der im Grunde genommen veröffentlicht wurde. Aber weitere DLCs sind natürlich im Kommen und die werden wir dann natürlich auch spielen. Ich muss mal gucken, wie weit wir dann sind. Aber ich plane die tatsächlich zu Release. Also sobald die DLCs rauskommen, plane ich die denn tatsächlich schon direkt dann zu spielen. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken, wie das wird, weil ich möchte halt vorher erst noch die 10 mystischen Gegner klatschen. Dass wir da dann im Grunde um die Trophäe haben. Also dass wir dann, bevor der nächste große DLC schon die 100% in League Chorus haben, so dass wir dann im Grunde genommen in Blooming of Forget Me Not reinstarten können mit einem richtig großen Livestream, wo wir dann halt im Grunde genommen Blooming of Forget Me Not dann spielen. Was? Scheinbar ist es besser, allein weiter zu machen. Ach ja, der Flui und seine Probleme, das herauszufinden, wo die Quest beginnt, ne? Nee. Ach so, ich muss da ohne Silica hinkommen. Okay. Dann gehe ich da ohne Silica hin. Uralter Apostel muss abgeschlossen sein. Blablabla. Ja. Reisen. Zur großen Bibliothek. Wie gesagt, das ist erstmal der letzte DLC, aber wie gesagt, weitere DLCs wurden schon angekündigt, aber ohne Release-Date, aber einer soll noch dieses Jahr rauskommen.
これって召喚結晶じゃないか。シノンは黙ってこれを手渡し、耐えられないわと一言残し去って行きおった。神獣が出たのに任務放棄ってことか。あの責任感の強いシノンが放棄するなんて、一体どんな任務なんだ。放棄とも言えるが、そうでないと思う。よくわからないな。詳しく話してくれ。詳細は現地で確認せよ。それをもって南帝国レインドの湖畔に向かってほしい。現地で仲間が待っておるはずじゃ。仲間？気にするでない。さっさと出発せ。Pardon, da habe ich mich leider kurz gerade eben verklickt. Eigentlich wollte ich das jetzt gerade gar nicht überspringen, aber ja, auf L1 ist es überspringen, auf L2 ist es im Grunde genommen Auto. Und ja, da habe ich jetzt aus Versehen L1 statt L2 gedrückt. Ich dachte nämlich, dass es L1 war, aber nein, es war L2. Kann ich eigentlich hier einfach meine Party so mitnehmen, wie ich sie will, oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Ich denke mal, ich erreiche das markierte Ziel. Rein Seeufer, alles klar. Ups. Was die Quest angeht, die hat mir übrigens gesagt, dass es auch Level 80 so um den Dreh ist, ne? Da. Genau. Wenn du sagst, dass es deine Waifu ist. Hast du überhaupt schon mal eine Folge von meinen Gods of BS gesehen? Wenn ja, dann will ich nichts gesagt haben. Ach da, da ist es doch. Rein Seeufer, genau. Wo muss ich da hin? Steht aber noch nicht da. Okay. Mein Götz OPS ist ja im Grunde um Silica einer der Main-Charaktere. Anstatt wie in Sword Art Online nur ein Side-Charakter. Aber scheint dieses Mal kein neues Gebiet zu werden. Weil die Bucht ist bekannt, Düsseldorf, Wüste ist bekannt, Wieseltal ist bekannt, Südpassage, alles so ein bisschen bekannt. Wo geht's lang? Ah, hier lang. Okay. Nein, habe ich nicht. Warum XD? Weil Silica der Hauptcharakter, weil Silica dort einer der Hauptcharaktere ist. Also, und du nennst dich Silica-Fan. Shame on you. Shame on you. Ja, die Gegner. Ach, verdammt. Scheiße. Oh. Shit. Sind die. Ich glaube, wir spielen auch auf Todesspiel, ne? Ich glaube, wir spielen auch auf Todesspiel. Verdammt, habe ich. Ich weiß gar nicht. Ist das. Na, die sind schon etwas höher gelevelt, ne? Ja, ich glaube, dass ich jetzt mich hier nochmal zurückgehen muss. Ich glaube, ich gucke morgen mal in dein Video. Ja, am besten natürlich eigentlich mit Volume 1 anfangen, aber ist mir egal, was du machst. So, ich glaube, ich spiele noch auf Todesspiel. Es tut mir sehr leid. Habe ich das vergessen umzustellen? Ich dachte, ich hatte irgendwie in meinen Gedankengang, dass ich das umgestellt habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Habe übrigens gerade noch vorhin die Animal Crossing Direct geguckt. Und Bruder, bin ich gehypt auf das neue Animal Crossing Update. Nein. Also ich musste sagen, Animal Crossing hat mich ja so ein bisschen verloren. Ach, ja, siehste, Todesspiel, ich wusste es doch. Ja, das, da will ich gegen die Gegner da auf Todesspiel, no thanks. Also ich muss sagen, die neue Animal Crossing Direct, die übrigens, wo ich das jetzt aufnehme am 15.10., war richtig geil. Also ich denke mal, ich werde auf Twitch mit Sicherheit wieder Animal Crossing streamen. Einfach weil ich das, was ich da gesehen habe, extrem geil war. Es gibt ja einen Kosten... ein loses Update und noch ein kostenpflichtiges Update für 25 € oder so. Also muss ich sagen, das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, würde ich mir schon kaufen. Bin ich noch am Überlegen. Apropos Twitch, für die Leute, die das jetzt hier auf YouTube übrigens nachgucken.
Wir werden auch bald Super Mario Party, das neue Mario Party hier auf Twitch spielen. Und zwar zusammen unter anderem mit dem guten Imbon und dem guten Rufus. Es wird dann übrigens so sein, dass ich mir überlege, weil wir haben ja im Grunde genommen dann mehrere Partyspiele dann drauf, dass ich eventuell dann seltener Fall Guys spiele. Aber da bin ich noch ein bisschen überlegen und ein bisschen am Plan. Am 30. gibt es erstmal nochmal einen Tabletop-Simulator-Stream, aber ich plane eventuell weniger Fall Guys zu machen. Weil das Ding ist, für Super Mario Party braucht man ja den Nintendo Switch Online. Aber wie gesagt, das ist noch so ein bisschen am Plan. Also, ne, Midnight musst du jetzt keine Sorgen machen, dass du jetzt denkst, oh nein, wir spielen nie wieder Fall Guys, keine Sorge. Also ich bin da alles noch aktuell ein bisschen am Plan. Weil ich finde es ein bisschen Quatsch, wenn ich dann PlayStation Plus und Nintendo Switch Online habe. Und eigentlich, hallo? LOL? Ach hier, es startet die Sequenz, oder? Das war jetzt sehr seltsam, um ehrlich zu sein. Okay.待っているな、かまって。お前か。後任は君かい？また頼りないものをよこしたものだな。まあ、トラブルの原因が一瞬で分かったぞ。まあ、良い。私の言う通りにすれば任務は成功したも同然。いや、判断は自分でするから、任務の内容を教えてくれ。今回の任務だがね、この地方で民の失踪が多発している。 ベクタの迷子か？どうだろうね。記憶を失って、どこかをさまよい歩いていれば、ベクタの迷子かもしれないが。行方不明者は見つかってはいないのか？見つかっていないね。手がかりは？様子がおかしかった、などという証言はない。どうして消えたのか不思議がっていた。共通点は？ 街の外に出る者だけが行方不明になっている。キコリ、カリウド、正体もらしい。この地方に行方不明に関する伝承は残されていないか？夕闇の門という伝承があるね。どんな伝承だ？夕闇の門は日没より開く門。その門はこの世ならぬ世界へと通ずる。夕闇の門を通じて、 この世ならざる者が根を下ろし、夕闇に怯えた者を人知れず連れていった。異界から来た異界の種族、人さらい。穏やかでない伝承だな。これからどうする？次の調査場所の目星は？もちろんつけてある。君を待つ間お茶を飲んで回ったからね。サボってたのか。 浅はかだね。有識者との、お茶会、これすなわち地の集約だよ。そんなやり方もあるんだな。で、集まった情報は？数十年前、風変わりな学者がふらりとこの地を訪れた。彼はこう言ったそうだ。南の回廊にまだ見ぬ文明が眠っていると。文明？彼の記した書物も読ませてもらった。 その本の挿絵には獣の頭をした亜人が描かれていたよ。文明を築けるほど知的な人型の亜人がいるのか？彼は見たと訴えたが、土地の者は誰も信じなかった。彼が調査したのは地元では聖域とされている南の回廊だからね。信心深い土地の者は確かめようもなかった。知的の亜人、聖域。 残された多くの伝承、神獣絡みの可能性が高い。カーディナルが口ごもっていたのはこの懸念があったからか。もし神獣がいるなら、これ以上の任務遅延は許されない。俺が片をつけないと。エルドリエ、情報収集ありがとう。早速現場に案内してくれ。気になる情報があったのでね、そちらに行く。
現場には君一人で行きたまえ。は？南の回廊を調査しよう。一緒に来てくれ。お断りだね。私は別件を調査する、はあ、俺一人で調査か。Herzlich willkommen, Stocky Puppy. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen beim Stream. Ich wollte gerade die Auswahl der heiligen Bestien machen, aber irgendwie wollte das Spiel gerade nicht. Ja, schönen Dank auch. Das heißt, ich muss darüber zu der Südpassage. Aber darüber schwimmen tue ich da nicht, weil das ein bisschen nervtötend ist. Was mich ein bisschen verwirrt ist, dass ich aktuell hier im Grunde genommen alleine rumhample. Dass meine... Soll ich denn doch da nicht lang? Weil das Spiel hat doch gerade gezeigt, ja, geht zur Südpassage oder nicht? Willst du mich nur einfach jetzt gerade auf den Sack gehen spielen, oder? Ja, du willst, dass ich da drüber fliege, rüberschwimme, ne? Ja, ja, I know what you mean. Und es gibt hier auch ein paar schöne Passagen, wo man eigentlich relativ entspannt darüber kommen kann. Und nicht den ganzen nervigen Weg darüber schwimmen muss. Eldri ist mir komplett unsympathisch, XD. ja, wie es mir geht übrigens. Gut, ganz okay. Kann ich meckern. Also, normal. Ein bisschen verschnupft, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob man das im Stream merkt oder so. Aber ja, ansonsten eigentlich ganz okay. Ja, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir es jetzt mit Eldri zu tun haben. Ich dachte, das ist der Silica-DLC und nicht der Eldri-DLC. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt, dass ich die ganze Zeit hier auf Eldri getroffen bin und nicht auf Silica. Ein bisschen verwirrt mich das alles noch. Ah, ich habe da jetzt ein bisschen was verpasst, aber okay. Ja, man kann nämlich auch da hinten rumlaufen. Und dann verschwendet man halt nicht so viel Energie, weil wenn man da über der Mitte schwimmt, es dauert so ewig lange. Also man spart tatsächlich Zeit. Vielen Dank, Stocky Puppy, für deine Follower. Schön, dass du auf Twitch hier dabei bist. Eigentlich wollte ich ja gestern noch Super Mario Galaxy streamen, aber hab's dann tatsächlich zeitlich dann nicht mehr geschafft. Deswegen habe ich den Stream dann kurzer Zeit abgesagt. Und ja, deswegen haben wir gestern nicht Galaxy gestreamt. Wir werden aber dann wieder nächste Woche Galaxy streamen. Ich plane eigentlich auch nächste Woche Konosuba wieder zu streamen. Aber da bin ich noch am Überlegen, wie ich das alles mache. Also auf jeden Fall nächste Woche Galaxy, nächste Woche Sonntag. Ja, ich denke mal Sonntag. Ich glaube, Sonntag habe ich frei. Entweder Sonntag oder Samstag habe ich frei. Ich glaube aber mehr Sonntag, ja. Sonntag habe ich frei, genau. Nächste Woche habe ich nämlich Sonntag frei und deswegen kann ich dann sonntags ohne Probleme streamen. Weil diese Woche Sonntag muss ich halt im Grunde genommen arbeiten und deswegen ist das alles so ein bisschen Difficulty.来た時と回廊の雰囲気が違うな。何か来る。あそこなら隠れられそうだ。
り過ごしたか。初めて見る魔獣だったの。カーディナルの言う通り、何か異変が発生しているようだ。慎重に調査を進めるか。よし、頑張ろう。えい、ich lieber Stocky, oder lieber Stocky Papi, ich spiele tatsächlich auf der PlayStation 4. So, jetzt brauche ich erstmal Silic. Achso, ich darf keine Gruppenmitglieder mitnehmen. Okay, dann halt nicht. Dann kämpfe ich halt alleine gegen die Gegner. Das verwundert mich die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit nicht Silica dabei habe. Ich dachte, es wäre der Silica DLC und nicht der Kirito macht alles alleine DLC. Bisschen verwirrt bin ich schon. Aber ja, ich spiele auf der PlayStation 4, weil ich eigentlich fand damals, dass die Grafik von PC und PlayStation 4 damals nicht so großartig Unterschied war. Und es eigentlich keinen großartigen Vorteil für den PC gab. Und deswegen habe ich mich dann schlussendlich für die PlayStation 4 entschieden. Einfach auch, weil ich schon dort die anderen Sword Art Online Teile gespielt habe. Und deswegen habe ich dann mich dazu entschlossen, auf der PlayStation 4 zu spielen. Ach, der PC, nee. Aitsura, nani o sawaide iru nda? Mae ni kita toki ni wa nakatta tobira ga aru.一体誰が何のために作ったんだ。これ以上見つからずに進むことはできないな。一旦戻って。こそこそ調査とは、反逆者にはお似合いの姿だな。脅かすなよエルドリエ。背後の警戒を怠った貴様が悪い。そんなことより物陰に隠れろ。見つかるだろう。隠れるなど弱者のすることだ。お前まさか。もちろん敵は全て切り伏せてきたが。なんてことしてくれたんだ。まずい、奥からも援軍が来てる。一旦戻って体勢を整えるぞ。逃げたいなら一人で行け。いいから来い。